Auch Bei nicht allem schlecht. gebotenen Respekt, mein lieber Viktor. Aber in meinem Palast wird es langsam etwas einsam. Und wir haben nie herausgefunden, wer sie wirklich ist. Das ist nicht mehr wichtig. Das schwarze Grimoire. Es wurde verbrannt. Dann können wir unseren Plänen der ewigen Macht wohl Adieu sagen. Stimmt das nicht, mein untoter Freund? Ihr versteht gar nichts. All diese Zeit habe ich versucht, dieses Buch aufzutreiben. Aber nie wusste ich, wo ich suchen sollte. Ach, die Suche hat ein Ende, mein Freund. Denn es ist auf ewig verloren. Narr! Das schwarze Grimoire kann nicht vernichtet werden. Es ist nicht von dieser Welt. Daher kann es in dieser Welt auch nicht sterben. Es ist verbrannt worden, wodurch sein Geist mir nun wie ein Leuchtturm den Weg weist. In die Schattenwelt. Und nun, wo ich weiß, wo ich nach dem Buch suchen muss, wird es bald mir gehören. Ihr wollt euch das Buch aus der Schattenwelt greifen? Das stimmt nicht ganz. Es muss aus der Schattenwelt herausgelesen werden. Ein sehr schmerzhafter Vorgang und langwierig. Aber es kann gelingen. Wo wir gerade davon sprechen. Sagt, mein Doge, ihr habt doch eine gute Erziehung genossen und seid sicher der Kunst des Lesens mächtig. Natürlich kann ich lesen. Warum fragt ihr? Großartig, ganz großartig. Dann seid ihr für mich nicht völlig nutzlos. Was für eine Erleichterung. Und was meintet ihr mit schmerzhaft? Eieiei. Nun gut. Es ist ja ein sehr vertrauenserweckendes Schiff übrigens. Okay. Jetzt sind wir hier sozusagen die Anleger. Halt, in welche Richtung muss ich denn? Hier muss ich raus. Irgendwo. Okay. Du brauchst also einen Stoff, mit dem diese magischen Tränen verwoben werden. Wenn ich jemand mit einer solch wichtigen Aufgabe betrauen sollte, dann höchstens meine eigene Mutter. Aber Scarlett kennt ihre Mutter doch gar nicht. Trotzdem gibt es einen Ort, an dem sie aufgewachsen ist. Und dort gibt es eine alte Frau, die auf Nachrichten aus der Ferne wartet. Was zum... Was zur fucking Hölle? Ja, ihr seid alle viel stärker als ich und ihr nervt mich bis zum Abgrund. Hey, hey da! Was ist denn da drüben los? Auf! Seht mal nach! So schnell würde ich die Brücke nicht schließen. Fahles Herz. Okay. Naja. So. Was machen die denn hier? Die chillen eine Runde, ne? Achso, ist einfach noch so ein Vieh. Okay. Na komm her. One hit. Nice one. Hat mir gefallen. Tat auch sehr gut. Okay. Ich muss definitiv verkaufen. Dies, das. Rundherum, bla bla bla. Alles ist wunderbar. Ein, die auf Nachricht wartet. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte rein. Wo möchtest du? Ich möchte gern... Oh je, eigentlich... Zunächst mal dahin. Folgende Reihenfolge. Als allererstes geht es jetzt auf den Markt. Da verkaufen wir alles. Vor allem verkaufen wir jetzt alle Karten, die wir nicht mehr brauchen. Hi, 360. Du bekommst jetzt von uns exklusiv diese Karte. Die noch nicht.
die hier, genau. Die hier. Die. Ja, doch, die hier. Genau. Ja, das war's. Die muss ich noch behalten. Gut. Ist jetzt hier eigentlich was? Also langsam müsste ja hier was sein. Na, anscheinend nicht. Ich will auch gleich nochmal gucken, was eigentlich so geht beim Richter. Und ich wollte noch eins gucken. Neben dem natürlich dem Verteilen von den Punkten hier. Ah, 1700 Ruf haben wir mittlerweile fast. Krasse Masse. Jetzt investieren wir mal fett hier rein, weil wir haben viel zu wenig mentale Energie. Du darfst mir wieder mal Sachen abnehmen. Und zwar 145, wir müssen ein paar Tränke loswerden, auch ganz dringend. So, das kannst du haben und das kannst du haben. Dann können wir noch ein paar Dinge brauen. Genau, wir haben noch, ja, wir haben noch Violen. Eins, zwei, drei, vier. Ne, das ging nicht, ne? Genau. Okay, haben wir ein paar Tränke noch erhalten. Die können wir uns auch noch veredeln lassen, aber... Ich weiß nicht. Was kann ich... Du kannst... Was bietest... Ich verkaufe... Zudem kann ich... Und ich beherr... Okay. Welche Art... Wenn du eine... Allerdings... Okay. Zeig mir dein... Hab mich gewundert, warum der Dialog nochmal aufkam, aber... War nichts Besonderes. 1800. Holy moly. Ja, das brauche ich nicht mehr. Das kannst du auch haben. Ja gut, den Rest behalten wir jetzt fürs Erste. Okay, wir gehen jetzt folgende Reihenfolge durch. Ich glaube, ich spiele das heute wirklich noch los. Lass die Spiele beginnen, bis ich einfach... Das machen wir dann auch noch, aber darauf habe ich keinen Bock. So. Das machen wir jetzt als Allererstes und wir melden uns jetzt mal... Warte mal, wo müssen wir hin? Ah, okay, wir müssen, wie ich schon dachte, Meister Demos zur Rede stellen. Okay. Das können wir vielleicht mit einem netten Souvenir an der Hand tun. Entschuldigung. Ein wenig gehässig heute. Wow. Aber vorher verkaufen wir ihm noch ein paar Tränke. Also ich hoffe, das geht noch. Ach ja, klar, dass du jetzt auch noch aufstehst. Ich wusste, dass er irgendwann aufsteht. Ich wusste es einfach. Hi. Na, komm runter dort. Muss doch herkommen. Achso, er ist noch nicht tot. Heilige, wie viel Schaden macht dieser Hammer. Okay. Schattenflügel. Ich weiß immer noch nicht, wozu die Herzen gut sind. Aber wir werden es erfahren. Hoffe ich. Was? Warum bist du hier? Warum lebst du noch? Du hast mein Vertrauen missbraucht. Vertrauen? Welches Vertrauen? Hättest du mir vertraut, hättest du nie begonnen, Fragen zu stellen. Du hast unsere Regeln gebrochen, also bist du eine Gefahr geworden. Und die Schattenflügel können keine Gefahr in ihren eigenen Reihen dulden. Du wirst für deine Taten bezahlen. Warte, bevor du eine überhastete Entscheidung triffst. Hör mich an. Du bekommst 3000 Dukaten. Wie klingt das? Und dann vergessen wir alles? Was sagst du? Ist das nicht ein faires Angebot? Bist du uns nicht einmal beigetreten, weil es nicht um Gut und Böse ging, sondern um Geld? 3000 Dukaten. Denk drüber nach. Nein, ich will mehr. Mit dir feilscht es sich hart. Ich erhöhe die Summe auf 5000. Mehr kann ich nicht bieten. Was sagst du? Das klingt gut für mich. Ah, nun gut. Du wirst diese Entscheidung nicht bereuen. Die Schattenflügel werden immer noch für dich da sein, wann immer du sie brauchst. Ich schwöre es bei meinem Leben. Nett, oder?
Willkommen zurück bei den Schatten. Ich möchte gern. Also scheinen wir jetzt diese Questreihe beendet zu haben. Wir verkaufen mal davon ein paar. Mal so, dass wir noch 20 haben vielleicht. So. Die können wir alle verkaufen und die kann er, naja. Wie viel kann er haben? Ja, komm. Machen wir mal. Glatte Zahlen draus. So. Sieht gut aus. So, also wenn 53.000 keine Summe sind, die man echt behalten kann, dann weiß ich ja auch nicht. Dafür müssten wir uns ja mittlerweile fast alles leisten können. Okay. Haben wir zunächst mal das geschafft. Das ist schon ganz gut. Palast des Dogen. Okay. Lass die Spiele beginnen. Minenarbeit, wo soll ich denn da jetzt hin? Auch dahin. Okay, also wir machen nochmal dorthin zu. Okay. Wie kann ich dir? Ich möchte. Wo? Tja, keine Ahnung, was noch im Arsenalbezirk jetzt genau geht. Halt, ja, hier hoch. Es scheint aber auf jeden Fall alles auf den Endkampf drauf zuzugehen. Und drauf hinzulaufen. Ich hätte sehr gerne noch einmal. Nun ja. Na komm. Was gibt's? Ruf mir der Teil. Ich hätte sehr gerne noch einmal. Die Krypta und sowas alles betreten. Und auch gern nochmal gewusst. Keine Ahnung, die Minenarbeit-Quest. Ja. Entweder die hat sich nicht richtig ausgelöst oder. Kein Plan, vielleicht gibt es jetzt was Neues, wenn wir den besiegt haben, also wenn wir sie besiegt haben, wenn wir in Afrika waren. Ich meine, es ist ja theoretisch Zeit vergangen, wenn er sagt, wir machen gleich los. Und eins noch, ich freue mich wieder in der Taverne Schädelbruch zu sein. Es ist einfach nur toll. Ach ja. Mal gucken. Ich schätze, ich werde... Du bist wach. Auf Wiedersehen. Okay, das war's schon. Wie konnte es bloß je... Sieht gut aus. Was für eine... Ich dann bis... Du weißt jetzt, was du zu tun hast. Ich weiß nicht. Wir ziehen bald los in die Berge. Lago wird uns noch alle zu Tode schinden und ich hab dir nichts zu sagen. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Wer da kann dir mehr erzählen? Ach. Bis später. Er hat sich aber null verändert, ne? Oh, hallo. Hi. Okay, was wollte ich tun? Ich wollte gerade eben was tun. Jetzt habe ich es voll vergessen. Das war sehr klug. Genau, ich wollte nochmal mit diesem Largus davon sprechen und ihm sagen, hey, wir haben dich verraten, ne? Cool, oder? Nee, wollte ich nochmal machen. Weil die ja, die Minenarbeiter sich irgendwie immer noch an diesem Largus aufhalten, habe ich das Gefühl. Mal schauen. Vielleicht, wenn die Geschichte geklärt ist, dass sich das dann auch automatisch klärt. Na? Ah, wie kann ich dir helfen? Auf Wiedersehen. Das war ein kurzes Gespräch. Auf jeden Fall, perfekt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? In die Taverne. Und zwar, um was zu tun? Minenarbeit. Aber der Palast des Doge? Wo muss ich da hin? Aha. Direkt in den Palast des Dogen. Wer hätte es gedacht? Nun ja.
Schauen wir mal, wie wir hier reinkommen. Trete zurück. Nur Bedienstete des Palastes des Dogen und angekündigte Gäste dürfen eintreten. Gehörtet ihr zu einer dieser Gruppen, wüsste ich davon. Von den Letztgenannten erwarten wir nur noch die portugiesische Abordnung. Und die haben edlere Gewänder als ihr. Okay, also. Meine Tante. Tante. Tante? Welche Tante? Egal. So oder so geht es für uns zurück. Wahrscheinlich nochmal in die Berge. Bevor wir den Dogen herausfordern können. Lass uns wahrscheinlich auch, unter anderem schätze ich, damit der, naja, wie soll ich das beschreiben? Damit das Gefühl eintritt, dass es nochmal Zeit vergeht, weil der gute Herr Doge muss ja erstmal lesen, den ganzen Kram. Und dass auch für uns das Gefühl entsteht, hey, wir haben eine Zeit verbraucht, bis wir es geschafft haben, ja, naja. Wie kann ich... Ich möchte reisen. So, bis wir es geschafft haben, alles zusammenzukriegen. Ja. Also geht's für uns nochmal in die Berge. Wer hätte das gedacht? Witzig. Zurück zu unserer Tante. Oder eins muss ich nochmal kurz gucken. Wie kann wir wollen reisen. Ich möchte reisen. Genau. Wir können doch nicht hierhin reisen. Ne, können wir nicht. Gut. Dann geht's wirklich zurück. Search my song through the islands of the sweet. So, ich bin schon wieder Ohrwurm. Wie spät ist es eigentlich gerade? Ach, okay. Weiß nicht, wenn ihr das seht. Oh Gott, ich weiß nicht, wann es ist. Aber wenn ihr das seht, war auf jeden Fall Zeitumstellung 2015. Heute. Also gestern zu heute. Ich weiß, höchst interessant. Kann ich jetzt vielleicht übrigens hier damit durch? Vielleicht so? Nein. Immer noch nicht. Nun gut, was soll's. Ich beschwere mich ja nicht. Ist ein bisschen nervig, dass man hier mal durch muss. Naja. Gut. Nein, also ich bin gespannt, wann diese Folge rauskommt. Ich meine, ich habe das jetzt alles, also ich klopp das jetzt alles hier so mehr oder weniger an den Wochenenden durch, wo ich eh kein Internet habe. Das heißt, für mich macht's so gesehen keinen Unterschied, was ich mache. Also ich kann hier frei tun und lassen, was ich will. Das interessiert keinen. Ich glaube, hier lang musste ich, ne? Nein, andersrum. Ja, von daher ist es denen... Sie sind überall! Wer? Die Kreaturen mit den schwarzen Mützen. Sie sind unterwegs zu der Mine. Sie haben uns über einen Mondstein ausgefragt. Oh, sie werden uns alle töten! Okay, krass. What the hell? Vielleicht bekommen wir doch noch eine kleine Herausforderung. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen jetzt gechillt hier zurück. Und bla, aber es scheint auch nochmal actionreich zu werden. Ja, ich baller das jetzt alles so Wochenende für Wochenende durch. Und ihr seht das wahrscheinlich in einer gefühlten Ewigkeit. Diese ganzen Totentypis hier. Krasse Masse. Naja, Säcke. Hey, wollt ihr überhaupt mal Schaden nehmen? Achso, die kann ich ja mit dem Schwert bekämpfen. Ich vergaß. Oh, wie schön synchron sie das machen. Hey, hey. Wie sie vor sich hinhacken. Tch. Oh, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich meine, die machen keinen Schaden. Im Gegensatz zu den Typen im... In Afrika machen die Typen keinen Schaden.
noch 29 Totenbeschwörer. Holy moly, das wird Arbeit. Naja, kann ich ein bisschen nebenbei quatschen. So. Ja. Und ich spiele das so nach und nach durch. Also schätze mal, danach werde ich erstmal nicht groß weiter aufnehmen, weil ich habe dann genug Footage für eine Weile. Und dann bekommt ihr erstmal eine ganze Weile Venetica zu sehen. Aber ich schätze mal, ich werde mich, naja, dieses Wochenende, also nächstes Wochenende, ist es schwierig für mich, aber das Wochenende darauf habe ich theoretisch ordentlich Zeit. Das heißt, ich werde mich da wahrscheinlich mal hinsetzen und mal eine kleine Runde editieren. Das heißt, den ganzen Tag. Also ich muss ja, ach, komm schon, lass mich in Ruhe. Ich sag ja ab und zu, hey, ich muss, ich will noch mal auf Toilette oder so. Und dann ist es halt bei mir so, dass ich, ach hier, na du Sack. Dass ich dann einfach die Aufnahme anhalte, mehr oder weniger. Einfach sage, stopp. Also ich lasse die Aufnahme weiterlaufen und sage einfach stopp an der Stelle. Und dann setze ich einfach wieder ein und sage, ja, weiter, keine Ahnung. Und dann passt das für mich. Dann schneide ich das einfach und darauf muss ich halt mehr oder weniger Acht geben. Klar steht ihr noch ganz gelassen hier. Dort draußen ist es sehr gefährlich. Dort draußen. Wenn du eine Erklärung brauchst, rede mit den beiden Drahtstanden am oberen Ausgang des Dorfes. Dass die immer noch hier so stehen, naja, da hätte man sich schon ein bisschen was einfallen lassen können, finde ich. Oder? So, zumindest, dass man sagt, ein bisschen was mehr wäre schon schön gewesen, ne? Schauen wir nochmal hier hoch, ob sich hier vielleicht wieder ein Anführer von den Typen versteckt. Wie schon das letzte Mal. Aber nein. Das tut er nicht. Ja, und das muss ich ja alles rausschneiden. Das heißt, ich muss die Folgen wenigstens ein wenig nochmal durchgucken. Und auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was ausbessern. Aber das passiert eher weniger. Und trotzdem muss ich halt die ganzen Sachen noch gucken. Hier ist halt nicht mal was, dass man sagen könnte, hey. Auf jeden Fall, es ging ja auch in die Kupfermine, ich vergaß. Da mache ich am besten runter in den Efeugraben, weil da, schätze mal, die werden denken, dass ich eher dahin mache. Ja. Und dann ist es sozusagen für mich so, dass ich einfach, naja, mich dann Wochenende hinsetze und einfach mal alles durcheditiere. Also, editieren ist groß gesagt. Belassen wir es mal beim simplen Wort schneiden. Weil mehr ist es eigentlich nicht. Editieren ist was anderes. Und die Folgen halt an einem Wochenende dann wahrscheinlich mal durchschneiden. Also nicht alle, die werde ich nicht alle schaffen. Theoretisch müsste ich mir halt markieren oder so, in welchen Stellen es relativ gut durchgelaufen ist, wo ich einfach kaum nachgucken muss und die Stellen aufschreiben, an denen ich Pausen gemacht habe oder sonstiges. Ja, kein Plan. Aber das tue ich nicht, deshalb mache ich mir die Arbeit und guck die alle nochmal durch. Aber so krass ist das jetzt auch nicht. Also es ist so ein. Es ist im Gegensatz zum Spielen wahrscheinlich eher eine kleine nervige Nebensache, aber es ist nicht uninteressant. Also man sieht auch mal, was man selber so für Mist quatscht. Also ich wäre jetzt auch. Das hier dann auch entsprechend hören. Und ja, mal sehen, was da am Ende rauskommt. Und was da am Ende. Und wie lange die Folgen reichen. Das würde mich interessieren. Ich meine, wenn ich das übernächstes Wochenende, na gut, jetzt vielleicht diese Woche ein, zwei Folgen schon fertig machen von den nächsten, dass ihr zumindest ein bisschen was gucken könnt, weil diese Woche klingt voll blöd. In der Woche, in der es für euch wieder losging. Nach den Blitzy Moments, die Folgen, die ihr gesehen habt oder bestaunen durftet, das sind die, die ich
als erstes aufgenommen habe. Weil die Blitzy-Moments habe ich zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, nämlich fertig. Es müsste die Nummer 8 sein. Weiß nicht, wie weit wir dann sind, wenn ihr die Folge seht. Oder ob es meinen Kanal überhaupt noch gibt. Aber das hoffe ich. Ja. Und. Sie sind in der Mine. Sie suchen nach etwas. Du musst sie aufhalten. Okay. Bin gespannt, ob es den Kanal dann überhaupt noch gibt. Ich weiß ja nicht. Kann ja alles passieren. Aber das glaube ich schon. Aber mal schauen. Ob diese Folge jemals euch erreichen wird. Aber ich hoffe doch schon. Es nervt, wenn die so nicht beieinander stehen. So. Ich glaube schon, dass sie euch erreichen wird, aber wahrscheinlich sehr spät im Gegensatz zu dem Fakt. Wie gesagt, Blitzy-Moments 008 habe ich vorhin gerade eben endlich zu Ende geschnitten und editiert. Auch wahrscheinlich ein interessanter Qualitätsvergleich dann an der Stelle, schätze ich mal einfach so. Mal schauen, wie weit wir dann sind. Wir werden es erleben. Ihr werdet es erleben, ich werde es erleben. Mal schauen. Auf jeden Fall habe ich vor, oder ihr werdet es ja wahrscheinlich dann bemerkt haben, hatte ich vor, oder habe ich im Moment vor, wie gesagt, Zeitpunkt Blitzy Moments 08, habe ich vor, Venetica zumindest etwas regelmäßiger zu bringen, dass ihr Videos habt, die ihr schauen könnt. Genau, dann kommt zumindest ein Let's Play regelmäßig, weil es ist ja wirklich kein reiner Kanal für LOL und von daher möchte ich auch ganz gern Let's Playen, so ist es nicht. Aber, hi. Nimmt halt schon Zeit in Anspruch, die, ja, heilige Stätte gehen wir gleich hin, das wird bestimmt das sein, wo die hin wollten. Aber es ist natürlich ein Feld. Oh, hier liegt noch Kupfer. Das habe ich übersehen. Wow, was war das für ein Angriff? Ja. Nimmt natürlich definitiv mehr Zeit in Anspruch als das bisschen, in Anführungsstrichen, bisschen Let's Playen. Klar, ist auch eine Sache für sich, aber sind wir mal ehrlich, nicht ansatzweise so schwierig und so aufwendig. Wieso? Das Schneiden einer Blitzy-Moments ist einfach so. Warum liegt denn jetzt hier überall wieder Kupfer rum? Ich bin mir sicher, ich hatte alles Kupfer mitgehen lassen beim letzten Mal. Ich habe die Höhle zweimal durchgesucht. Das ist ja sozusagen schon ein nachgestellter Spielstand. Und, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich alles Kupfer habe mitgehen lassen. Kann es eigentlich sein, dass hier noch was rumliegt? Naja. Ich sollte mich eigentlich freuen, mehr Zeug zu verkaufen, aber na gut, ich meine, guck dich unser Geld an. Da ist das nicht mehr ganz so wichtig, die paar Kupfer. Naja, gut. Beiseite damit. Und es ist auch bestimmt interessant, wie sich in der Zeit, ich meine, ich mache das jetzt hier, ich nehme das jetzt hier auf. Und wenn ihr das dann seht, wie sich dann der Kanal selber gewandelt hat. Was dann eigentlich die Prioritäten sind. Vielleicht sind die Prioritäten ja zu dem Zeitpunkt schon wieder ganz andere. Das wäre voll krass. Ich meine, jetzt let's play ich alles hier und so. Aber. Boah. Wie es laggt. Und wenn ihr das seht, dann, was weiß ich, dann ist der Kanal ein Kanal für Beauty. Nee, das wird dann nicht werden, keine Angst. Wenn ich euch eins versprechen kann, dass das nicht wird. Und ich schätze, das ist euch auch ganz recht. Ich hoffe zumindest, es ist euch ganz recht, dass das hier kein Beauty-Kanal wird. Blitzies
Beauty-Kanal für spontane YouTuber, was weiß ich. Ah. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Achso, hier sind die zwei letzten. Na, grüßt euch.